Ja, Tag zusammen, auch auf YouTube, hallo, wir befinden uns gerade im Livestream und ja, wie ihr sicherlich bemerkt habt, haben wir beim letzten Mal, genau, die winzigen, fauligen Herzen gesammelt, ein bisschen Credits haben wir auch bekommen, wir haben noch eine Fernbedienung in der Schublade und unsere Kugeln, wir haben noch 100 Kugeln auf Tash und eine Splittergranate. Kurze Zusammenfassung für die Stream-Leute. Vitalität, Sehvermögen, Geruchssinn und Belastbarkeit, Bewegungsgeschwindigkeit, sowas haben wir auch alles. Wir haben verschiedene Werte. So, das nächste war ja gewesen, Bill zu treffen, ne? Familienfehde, der Bruder, Akt 1. So, wir müssen 70 Kugeln liefern. Hier können wir noch ein paar Infos über die Monster sammeln. Und hier haben wir quasi alle Gegenstände, die wir finden, werden hier in diesem Buch aufgeführt. Dann lösen sich diese Fragezeichen auf und dann bekommt man da gewisse Infos zu. Ja, was die machen, was die bewirken. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal raus. Und dann gucken wir mal, was ist das? Ach stimmt, beim letzten Mal hat uns jemand ein Paket vor die Tür gelegt. Was ist das? Ach, jetzt bin ich wieder reingegangen. Ich bin so doof. Ach ja, die traditionelle Tapete haben wir ja bekommen. Stimmt. Wir können nämlich auch, lustigerweise, können wir unsere Wohnung dekorieren. Da habe ich noch gesagt gehabt, das sieht ein bisschen aus wie bei The Longing. Wie viel habe ich denn? Oh, warte mal. Kann ich das auch wieder ändern? Nein, nicht greifen. Ich würde die Tapete wieder abmachen. Kann ich die irgendwie platzieren. Achso, hier kann ich sie wieder abmachen, ja? Ich würde den Bart hier, glaube ich, machen, oder? Geht das? Ah, den Bart kann ich gar nicht. Okay, pass auf, dann mache ich das einfach so. Warte. Platzieren. 4 habe ich, ne? Habe ich 5? Ja, komm, dann machen wir es doch so. Ist doch egal. So, man kann nämlich hier sein Dings ausbauen. Sein Räumchen. Man kann später auch Möbel platzieren, Kühlschränke und den ganzen Kappes und so. Und, ja. So, warte mal. Keller öffnen, Editor öffnen. Wie verlasse ich denn hier den Editor? Hallo, ich würde gerne... So, wieder auf dem Flur. Das ist der Flur. Hier sind verschiedene Dings. Das ist Alfred. Guten Abend. Der kleine Riss hat sich in einen unsichtbaren Schlund verwandelt. Das muss das Beben gewesen sein. Wir müssen nur bis morgen warten und sehen, ob es noch größer wird. Ich habe genug gewartet. Ich möchte, dass du jemanden anrufst und ihn reparieren lässt, und zwar sofort. Okay, okay. Werde nicht gleich nervös. Wenn du drauf bestehst, werde ich den Handwerker bitten, sich die Sache zu überprüfen. Endlich. Wann rufst du an? Er ist heute sehr beschäftigt. Morgen? Dann komme ich morgen wieder. Danke. Keine Ursache. Letztes Mal war das auch so gewesen. Da hat er gesagt, ja, wir machen das morgen. Und dann bin ich am nächsten Morgen hingegangen. Da habe ich so mit ihm gesprochen. Da sagte er so, wann habe ich gesagt, machen wir das morgen? Ja, und wir dann so, ja, morgen. Aber morgen ist heute. Aber wenn ich morgen gesagt habe, dann ist morgen. Das ist so richtig durch gewesen. So, hier sind verschiedene Türen. Da können wir uns nur kurz lauschen. Monstergeräusche an der Tür ist nicht gut. Oben links Lebensanzeige. Grün ist Ausdauer. Gelb weiß ich selber noch gar nicht. Ich wollte mich darüber mal informieren. Löse das Problem mit dem Schlund. Versuche es morgen. Ich habe diesen Schlund satt. Jetzt muss ich die Inspektion des Handwerkers abwarten. Meine Geduld hängt am seidenen Faden. Ich erwarte noch einen Tag und das war's. Gibt's irgendwo Infos? Aktiv zu Hause. Was ist diese andere Balken? Warte mal, wir haben... Belastbarkeit, Sehvermögen, Geruchssinn, Hörsinn. Diese gelbe Anzeige. Wofür ist die? Töpfe, Credits, Kreditstufe. Ja gut, wir finden es bestimmt nochmal irgendwie raus. Man kann das übrigens auch mit mehreren Leuten spielen. Unten rechts sieht man das Pluszeichen. Den haben wir kennengelernt, Octave. Das ist quasi unser Händler. Jeden Tag bietet er uns was anderes an. Jetzt haben wir Mittwoch. Er braucht Sprengstoff, Dünger und Essen. Das können wir ihm bringen und dann kriegen wir Geld. Sprengstoff zum Beispiel. Boah, die Granate. 2100 Credits kriegen wir dafür. Komm, ganz ehrlich. Würde ich direkt
unser Geld mal eben schnell wegbringen. Weil wenn wir sterben, ist es weg, ne? Nur so zur Info. Man kann auch Geld auf die Bank bringen. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert. So. Wir suchen nach Spielern. Und dann geht's jetzt los. Oh, ich freue mich so. Das wird so cool. So. Erstmal Käffchen. Letztes Mal hatte ich, also bei der ersten Runde war es so gewesen, für die Leute, die jetzt auf Twitch, ne, falls ihr euch gerade fragt auf YouTube, was hier los, genau. In der ersten Runde war es so gewesen, dass ich tatsächlich, wie ich erst mal reingegangen bin, Leute schießen gehört habe, aber ich habe sie nicht getroffen. Cool finde ich auch gemacht, dass du nur dein Sichtfeld siehst. Ja, das werdet ihr gleich sehen. Du siehst wirklich nur dein Sichtfeld, wo du hinguckst. Also wenn du hinter dir jemanden hast, den siehst du nicht. Du musst dich halt also umdrehen und umgucken und so. Das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Also es hat wirklich ein richtig gutes Potenzial, das Game. Es macht eine Menge Spaß, finde ich. Also mich hat's ein bisschen, ich bin ein bisschen verliebt. Man merkt es mir Gott sei Dank an. Ich bin gespannt, wie das jetzt funktioniert mit dem Twitch-Chat, also mit den, ob das jetzt funktioniert. Wie ihr da jetzt interagieren könnt. Ich habe das ja, wie gesagt, aktiviert. Schauen wir mal. Schwalbe ist wahrscheinlich jetzt schon sehr, 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 sehr aufgeregt. Wahrscheinlich schon die Finger an der Tastatur. So, in 30 Sekunden geht's los. Juhu! Dann kommt der Fahrstuhl. Los geht's. Hui! So, jetzt sind wir in der Stadt. Wir müssen... Oh Gott, ich habe gar nicht geguckt, wo wir hin müssen, ne? Zu Bill müssen wir die Kugeln liefern. Wo ist der denn gewesen? So, da sind wir schon. 12 Minuten ist die Zeit. Wir müssen... Oh, ich muss kurz aufs Journal gucken. Oh, Alter! Alter! Hau ab! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, geht das schon gut los. Also es ist ein PvE-Shooter, ja? Kann man sagen, dieses Game. So, wo muss ich hin, verdammt? Abliefern, aber wo ist der? Der steht doch normalerweise hier irgendwo, oder? Trinkgeld, lalala. East Prudence Avenue ist der. Nie ohne East Prudence. Wo haben wir es denn? East Humble, East... Da, East Prudence Avenue. Hier unten muss der irgendwo sein. Wir sind da oben, der rote Punkt. Das heißt, wir müssen nach unten. Wir können ja auch Schubladen durchsuchen, Kommoden und so ein Kram. Der Twitch-Chat... Ach, guck mal, es geht schon los. What happened to the stream? Wheel of Fortune. Ich habe gar nicht geguckt, was da Phase ist, Abstimmung. Was da jetzt, halbiert Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist ja ganz toll. So, wir können auch rennen. Und ihr seht jetzt diesen Sichtkegel, ja? Zum Beispiel jetzt in der Wohnung. Wenn jetzt da in der Wohnung jemand steht, in dieser Ecke, an dem Fenster, würde ich ihn so nicht sehen. Wenn ich jetzt so da reingucke, ihr seht's, dann würde ich ihn sehen. Das ist halt mega cool gemacht. Ich finde das richtig geil. So, ich würde jetzt die Quest abschließen wollen mit den Kugeln. Wir müssen aber, glaube ich, noch ein paar Kugeln sammeln, weil wir haben nicht genug, ne? Das heißt, ich müsste eigentlich auch nochmal im Park, weil Kugeln wachsen ja an Bäume. Finger sind an der Tastatur, ja. Ist hier noch ein Park? Sind hier ein paar Bäume, die ich looten kann? Da sind hier. Hier gibt's Kugeln. Die würde ich gerne mitnehmen, weil wir brauchen die, ja? Oh, da ist ein Monster. Da ist ein Monster am Sitzen. Oh, Alter, was war das denn? Holy shit, das war ein... Uff. Und wir brauchen immer Blut für den Bonsai, weil ich würde gerne wissen, was passiert, wenn wir den gießen. So, da sind Kugeln. Ich hoffe, wir treffen keine Spieler. Ich habe ein bisschen Muffen. My question ist jetzt, wo sind wir auf der Karte? Wir sind da unten an der Kirche. Da unten. Wir müssen immer noch zur Avenue. Ich weiß halt nur nicht, wo der ist, ne? Der Typ, der Bill. So, Kugeln haben wir, glaube ich, genug. Ist der in der Kirche? Nee, ne? East Humble. Hier. Prudence Avenue. Der müsste ja hier irgendwo sein. Das ist hier die Straße.
wenn ich hier runtergehe, also oben am Bildschirmrand sieht man immer East Humble. Dann ändert sich das immer, wo man ist, also hier oben. Nein, da kommt irgendwas. Wo ist der? Aber man kann auch, man kann sich sogar, man kann sogar schleichen. Wenn man die Steuerung gedrückt hält, dann schleicht man. Da macht man nicht so viele Geräusche. Ich habe halt null Ahnung, wo der ist, ne? Wegen der Quest. Hier ist aber, weiß ich mal, Baker Road? Prudence Avenue. Ich hoffe, der ist hier irgendwo gleich. Finden den gleich. Auch mies. Ich hatte ich glaube bei Runde 3 oder 2 hatte ich ein, diese Fotofinger an der Tastatur, hatte ich so ein Fotodings gefunden. Ihr kennt doch diese Fotokästen, wo man sich reinstellen und fotografieren lässt. Die gibt's hier auch. Da kann man sich reinstellen. Man sieht einen nicht. Das ist so fies. Wie gesagt, es gibt hier auch halt, ne, NPCs. Ey, wo ist denn Bill? Wo soll der denn sein? Wir haben halt nicht viel Leben, ne? Wir müssen auch was zu essen finden. Okay. Uff. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo der sein soll. Ich würde hier mal den Dings durchsuchen. Oh, ich dachte, ich kriege was zu essen oder so. Inverted Map? Was? Wie Inverted Map? Papier? Augenöl? Oh nein, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Oh Mann, ich brauche was zu essen, damit wir uns ein bisschen heilen können. Kakerlake, ja, ist bestimmt lecker. Gut. Jetzt habt ihr das Klingeln gehört. Das ist quasi... Oh, was sind das denn für Kugeln? Schaden, Rückstoß, Chance. Okay, ach krass. Das Klingeln bedeutet, ein Fahrstuhl ist angekommen auf der Karte. Wildklasse. Wie gesagt, das ist Multiplayer, ne? Hier sind noch andere Spieler unterwegs. So. Oh ja, trinken, verwenden. Damit kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen... Ach, guck mal, Energie ist das, glaube ich. Das, ist das Energie, das Gelbe? Kann das sein? Mann, wir müssen den Typen finden. East Prudence Avenue. Ah, okay, ist schon wieder anders, so. Ach, East, warte mal, Osten, ne? Ah, das muss auf die... Ah, das muss in die andere Richtung sein. East, ah, ich bin so doof. Osten. 6 Minuten haben wir noch. Ich geb mal Gummi. Ich bin so doof. Keine Ausdauer mehr. Oh, ist der hier? Hier ist er. Bill. Moin. Willkommen in der Welt. So, Kugeln. 70 Stück. Warte. Kriegst du ein bisschen die und kriegst ein bisschen die. So. Wunderbar. Mal sehen, ob meine Schwester mich jetzt übertrumpfen kann. Oh, Alter, geil. Wir kriegen eine neue Waffe. Holy shit. Für dich, für dich. So, handeln. Wir können sogar mit ihm handeln. Eine Sir Armstrong. Und eine, okay, krass. Uff. Sollten auf jeden Fall zusehen, dass wir jetzt gleich... Seht ihr, wenn ich jetzt hier so weggucke, dann sieht man den nicht. Wenn ich so hingucke, dann ja. Wir sollten auf jeden Fall zusehen, dass wir jetzt hier wegkommen. Okay, da oben ist ein Fahrstuhl. Das ist hier. Das ist um die Ecke. Ich frage mich, wie man die Waffe ausrüstet. Mit Alt, ne? Ah, hier. Yo. Definitiv. Andere Wumme. Kann uns keiner mehr was. Wir können auch durch Scheiben springen. Wenn wir einfach durchspringen, nehmen wir Wenn wir einfach durchspringen, nehmen wir Schaden. Wenn wir durchschießen, dann geht's. So, was haben wir hier? Ah, hier ist die Polizeistation, glaube ich, ne? Polizeiarchiv durchsuchen. Schauen wir mal. Es wird dir nicht einfach gemacht. Nee, das stimmt. Tinte, Papier. Was wollte der Typ denn nochmal haben? Unser Händler. Der brauchte... Oh, ein Baseballschläger. Den nehme ich mit.
Was brauchte unser Händler denn nochmal? Ein paar Sachen noch zu finden, die wir noch verkaufen können. Das wäre doch schön. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf. Man kann das auch nicht mehr, man kann das auch nicht sehen. Ah, hier ist der Fahrstuhl. Ich hoffe, hier steht keiner. Wieder einmal hier gucken. Geld. Geld nehmen wir mit. Und eine Handgranate. Ah ja, stimmt. Sprengstoff war das, ne? Sprengstoff und was noch? Muss ich gleich nochmal nachschauen. Was das war. Batterieschraubenzieher. Die 3 Minuten würde ich jetzt einfach nochmal auskosten. So, Geld nehmen wir mit. Kakerlaken für Blut. Ja, wir haben das Herz. Ich muss ganz ehrlich, ich komme nicht davon ab. Es ist ein richtig cooles Game. Ich habe, wie gesagt, bin noch nie auf Spieler getroffen. Bisher jetzt in den Runden. Pnetus. Belastbarkeit, Sehvermögen, Sättigung. 100. Ah, okay. Aber dafür Sehvermögen, Geruchssinn weniger. Ich weiß nicht, der Geruchssinn, was das macht. Hier ist gar nichts drin. Okay. So, warte. Oh, Kugeln. Ja, Kugeln können wir immer gebrauchen. Müssen wir mal gucken, wie wir die... Ah, mit R können wir die Kugeln aussuchen. Da muss ich gleich mal ausprobieren. Ah, hier können wir die Kugeln wechseln. Macht weniger Schaden, plus 3 Rückstoß, aber Chance auf kritischen Schaden und Kugelgeschwindigkeit plus 10. Oh. Aus Versehen geschossen. Die würde ich mal ausrüsten. Folge 1 müsste übrigens heute rauskommen auf YouTube um 14. Ist glaube ich schon rausgekommen. 14 Uhr, glaube ich. Müsste, glaube ich, jetzt raus sein, wenn ich mich recht entsinne. So, was sagt denn der Chat? Achso, ist noch gar nichts. Ach, weil die Runde wahrscheinlich zu Ende ist, ne? Oder? Oder gibt es noch keinen neuen Vote? So, hier noch irgendwas? Oh, warte mal, ich darf nicht zu lange warten. Der Fahrstuhl braucht ja auch noch Zeit, ne? Oh, ich rufe ihn mal. Ich hoffe, hier kommt keiner rein. Das Bett erschossen, ja. So, ihr seht, der Fahrstuhl braucht auch ein bisschen. Deswegen, das muss man auch ein bisschen mit Alkohol kalkulieren. Ich habe jetzt nicht geguckt, hat jemand auf die Zeit geachtet, wie lange, wann wir angefangen haben? Weil dann könnte man sich mal ausrechnen, wie lange der Fahrstuhl braucht. So, jetzt ist er da. So, fertig. Ich weiß halt auch nicht, wie das ist, ob die anderen Spieler das dann auch hören. So, Level 3. Unser Vermögen steigt. Wir haben ja erfahren, je Vermögen wir sind, desto mehr und bessere, glaube ich, Aufträge auch so kriegen wir. Irgendwie so. Da ist unser Freund wieder. So, sprechen. Nein, handeln. Sprengstoff, ach, Dünger und Essen, genau. So, Sprengstoff, hier, Granate. Schläger will er nicht. Dünger und Essen. Wir könnten jetzt nochmal reingehen. Also man kann so lange reingehen, wie man lustig ist in die Runden, ne? Man kann, wie gesagt, den Tag auch abschließen. So, was haben wir hier noch drin? Wir haben hier noch Kugeln. Ich würde die Fernbedienung, ich weiß nicht, können wir die verkaufen an ihm? Nochmal 2 Herzen. Die Waffe. Wo ist eigentlich unsere andere Waffe? Haben wir die jetzt einfach im Halfter drin? Ah, krass, okay. Okay, das ist cool. Miss Penny. Die macht auf jeden Fall 220. Macht auf jeden Fall mehr Schaden, definitiv. So, unsere Schublade. Wie gesagt, ich würde auf jeden Fall Kugeln sammeln. Den Baseballschläger. Wir brauchen Blut für den Bonsai. Kann ich die Dings verkaufen? Nein, ne? Man kann nur Sachen, glaube ich, verkaufen, die aktuell er haben möchte, ne? Nein, das geht nicht. Okay. Theoretischerweise könnte ich die auch wegbringen, die Fernbedienung. Warte mal, wir müssen... Haben wir die... Ah ja, die Quest haben wir abgeschlossen, ne? Das heißt, wir haben jetzt nur die aktive Mission mit dem Schlund. Und der geheimnisvolle Termin in 10 Tagen. Wir sind jetzt bei Tag 3. Heißt für uns, ich würde schlafen gehen... Wir brauchen auf jeden Fall einen größeren Schrank. So viel steht schon mal fest. Ich lege mich schlafen. Ausruhen.
Ich kann mich nicht schlafen legen, ohne den Bonsai zu gießen. Ach ja, stimmt, wir müssen ja immer gießen. Stimmt, da war ja was. So, warte. Ich hole das Herz. Schauen wir mal. So, 100. Achso, den habe ich ja schon. 150. Ist nicht viel. Wir könnten auch noch mal ein bisschen Blut organisieren. Er braucht 200 Blut. Das heißt also, ich würde noch mal ein bisschen Blut farmen gehen. Dann können wir nämlich auch, die Sachen wegwerfen, die wir gerade nicht brauchen. Ich weiß, der Baseballschläger, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht. Ist jetzt nicht so schön. Wir können noch mal ein paar Kugeln sammeln. Ich würde was essen, zu essen finden, weil dann können wir uns heilen. Das wäre ganz gut.